Das Wort die Kollegin Beate Müller-Gemmicke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig, dass heute wieder zwei Anträge zum Thema Werkverträge auf der Tagesordnung stehen. Auf den ersten Blick gibt es viele Überschneidungen zu unserem Antrag vom letzten Jahr. Wir werden also genau prüfen und wir werden bestimmt auch genügend in den Ausschüssen diskutieren. Heute geht es mir aber erst einmal noch mal ganz allgemein um das Thema Werkverträge, und zwar um Überzeugungsarbeit in Richtung der Regierungsfraktion und insbesondere in Richtung FDP, Herr Kolb. Der Missbrauch von Werkverträgen ist Realität und er nimmt schlichtweg zu. Und dabei geht es uns nicht um eine moderne arbeitsteilige Arbeitswelt, Herr Kolb, wie Sie eben gerade angesprochen haben, sondern es geht wirklich um die sogenannten Scheinwerkverträge. Die Zustände in der Fleischwirtschaft sind hinlänglich bekannt. Im Einzelhandel kennen wir beispielsweise die Regaleinräumerinnen und Regaleinräumer. Inzwischen gibt es auch den kompletten Kassenbereich als Werkvertrag. Das ist ein neueres Angebot. In der Druckbranche werden ganze Schichten und Rotationsmaschinen mit Werkverträgen vergeben. Der Fantasie ist also hier keine Grenzen gesetzt, und genau dieser Trend muss endlich gestoppt werden. Die entsprechenden Firmen werben offen und ohne Skrupel. Ein Beispiel aus dem Internet, ich zitiere: Am Ende haben Sie vielleicht weniger eigene Mitarbeiter, aber mit Sicherheit einen höheren Gewinn. Diese Fakten sind bekannt, allerdings sind allein die Opposition und die Gewerkschaften alarmiert. Sie, die Regierungsfraktion, das muss man heute wieder feststellen, ignorieren eben diese Fehlentwicklungen. Und insbesondere die FDP erinnert dabei an die drei Affen, die nichts sehen, die nichts hören und ihr auch nichts sagen. Verantwortungsbewusste Politik sieht unserer Meinung nach anders aus. Werkverträge stehen hoch im Kurs, denn damit wird der Kündigungsschutz, die betriebliche Mitbestimmung, die tarifliche Bezahlung und somit der soziale Schutz der Beschäftigten unterlaufen. Mit Werkverträgen können die Arbeitgeber Urlaubsgeld, Sonderzahlungen, Sonntags-, Feiertags-, Nachtzuschläge problemlos einsparen. Im Einzelhandel liegen die Löhne bei den Werkverträgen rund 45% unter den Tariflöhnen. Hier geht es vor allem um Minijobs und vor allem gibt es auch häufig Arbeit auf Abruf. Das alles zusammen ist Lohndumping und Wettbewerb um die niedrigsten Löhne, und das ist nicht akzeptabel. Und natürlich werden mit diesen zweifelhaften Werkvertragskonstruktionen auch die Leiharbeit umgangen. Und wer das nicht glaubt, muss nur ganz kurz ins Internet schauen und nach Seminaren Ausschau halten. Aktuell wird dort gerade ein Seminar angeboten, und zwar Wunderwaffe Werkvertrag und andere Alternativen zur Zeitarbeit. Und in der Beschreibung steht, ich zitiere in Auszügen: Unwirksame Tarifverträge und Lohnuntergrenzen, die Zeitarbeit wird für viele Unternehmen zunehmend unattraktiv. Ein neuer Weg sind Werkverträge. Doch bei dieser Wunderwaffe gibt es viele juristische Fallstricke. Sie erhalten vom Referenten Lösungsansätze für die rechtssichere Gestaltung von Werkverträgen. Zitat Ende. In welcher Welt leben wir eigentlich? Da verdient sich ein Jurist pro Teilnehmer mit 1.142,40 € eine goldene Nase mit Anleitungen zum Lohndumping und Tarifflucht. Und Sie, die Regierungsfraktion, verweisen noch immer auf die unternehmerische Freiheit. Das geht überhaupt nicht. Beim Thema Werkverträge geht es ums, um Wert der Arbeit, aber auch um die Arbeitswelt insgesamt. Wenn immer mehr Firmen durch Werkverträge, und zwar auf dem gleichen Betriebsgelände, arbeiten, dann zersplittern die Belegschaften, Kollegialität, innerbetriebliche Solidarität werden zerstört, Konkurrenz, Unsicherheit und Misstrauen entstehen. Die gewerkschaftlichen Errungenschaften, die über lange Zeit hart erkämpft wurden, existieren nur noch auf dem Papier, und das schwächt nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Betriebsräte und Gewerkschaften. Und vor allem wird
mit dem Geschäftsmodell Werkvertrag der jahrzehntealte gesellschaftliche Konsens der Sozialpartnerschaft aufgekündigt. Und das können Sie, die Regierungsfraktion, doch wohl nicht unterstützen. Werden Sie also Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Und wenn Sie schon keine Empathie für die Beschäftigten und Betriebsräte entwickeln können, dann denken Sie doch zumindest an die verantwortungsvollen Arbeitgeber, die Ihre Beschäftigten fair und auf Augenhöhe behandeln. Sie wollen beim Wettbewerb um die niedrigsten Löhne nicht mitmachen. Sie brauchen und deshalb Schutz, damit sie nicht vom Markt gedrängt werden. Wir brauchen also wieder soziale Leitplanken auf dem Arbeitsmarkt, auch bei den Werkverträgen. Sehr geehrte Regierungsfraktion, Frau Merkel hat den Missbrauch von Werkverträgen zumindest verbal ja auch entdeckt und meinte, man müsse ein Auge darauf haben. Das ist natürlich zu wenig. Handeln ist angesagt. Und Herr Schieverling, Sie haben ein paar Punkte vorhin angesprochen, Finanzkontrolle, Schwarzarbeit. Da können Sie relativ schnell was unternehmen. Es geht um eine bessere personelle Ausstattung, es geht um Befugnisse oder es geht darum, dass wirklich zielgenau die Werkverträge geprüft werden. Nehmen Sie die vorliegenden Anträge auch als Denkanstöße. Lehnen Sie nicht alle Anträge reflexartig wieder ab, wie im letzten Jahr. Beenden Sie diese unsäglichen Werkvertragskonstruktionen, denn jegliche Arbeit hat ihren Wert und bei Lohndumping hört die unternehmerische Freiheit schlichtweg auf. Vielen Dank. Jetzt hat